Sie sind hier, 22. Januar 2019, 15.09 Uhr, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern, deren MC Fadden spielte in der NFL für Dallas und Oakland. Urheberrecht Getty Images, 10 Jahre spielte deren MC Fadden in der NFL für Oakland und Dallas. Nun wird der 31-Jährige nach einem Schläfchen vor einem Fastfood-Restaurant festgenommen. Ein Nickerchen hinter dem Steuer hat für den früheren NFL-Footballer deren MC-Faden Folgen. Der 31-Jährige wurde in MC Kinney, Texas, festgenommen, nachdem er in seinem Wagen auf der Drive-In-Spur eines Fastfood-Restaurants eingeschlafen war. Die Polizei ermittelt laut ESPN wegen Fahrens unter Drogen- bzw. Alkoholeinfluss. Dazu muss sich MC Fadden dafür verantworten, dass er beim Zugriff Widerstand leistete. Anzeige, der ZN gratis testen und die NFL live. Der ehemalige Running Back hat insgesamt 10 Jahre in der US-Profiliga NFL gespielt. MC Fadden stand bei den Oakland Raiders und den Dallas Cowboys unter Vertrag. Im November 2017 trat er zurück.